Dritter Sieg in Folge. Nach zwei Heimsiegen kann der SCDFK Leipzig jetzt auch endlich wieder auswärts jubeln. Und das beim 24:26 Auswärtssieg beim Bergischen HC. Es war ein Messen der beiden Seriensieger. Leipzig hatte die letzten zwei Heimspiele gewonnen, die Löwen aus Solingen die letzten drei Spiele insgesamt. Beide Mannschaften wollten diese Serie nicht reißen lassen. Doch beide Teams machten es sich in den Anfangsminuten schwer. Der SCDFK scheiterte dabei mehrmals am Aluminium. Doch nach gut 10 Minuten schienen die Leipziger besser ins Spiel gefunden zu haben und trafen wieder sicher ins Eckige. 2:5 nach der ersten Viertelstunde. Wir haben vorn vieles mit zwei Kreisläufern gespielt. Diese sehr stark bewegliche, in Zweikampf kommende Abwehr vom BHC. Öfters auch über Benny Meschke freigespielt, aber leider gerade in den ersten vier Angriffen dreimal den Pfosten getroffen, sodass wir ein sehr zähes Spiel zu Beginn gesehen haben. Für uns ist es wichtig, dass unsere Abwehr funktioniert und die war heute über 60 Minuten der Garant für den Sieg. Fantastisch gearbeitet, angefangen von Bastian Roschek, top organisiert. Und es ist wichtig, dass man auswärts natürlich nicht ins Hintertreffen gerät und auch nicht weit ins Hintertreffen gerät. Trotz dieser Pfostentreffer schaffen wir es auf 4:2, glaube ich, 2:4 uns abzusetzen vor der Pause, einen 3-Tore-Vorsprung nicht mitzunehmen, ein bisschen zu verspielen, sind wir ein bisschen zu unclever. Aber auch in der zweiten Halbzeit kommt es nochmal auf Unentschieden, wir lassen aber das Blatt nicht kippen und dementsprechend bin ich heute natürlich überglücklich. Die Hausherren wurden vom Publikum immer wieder nach vorne gepeitscht, scheiterten aber oftmals an der starken Defensive der grün-weißen Leipziger. 11:12 der Halbzeitstand. Auch nach dem Wiederanpfiff blieb der SCDFK hinten stark und hielt die Löwen mit 1-2 Toren weiter auf Abstand. In der Schlussphase sah Bergespieler Moritz Preuß die rote Karte. Der 7-Meter wurde sicher von Christian Steinert verwandelt. Kurz darauf war Schluss, die Leipziger feierten den dritten Sieg in Folge. Der SCDFK empfängt am Freitag in zwei Wochen den HC Erlangen zum erneuten Kräftemessen.